Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zur nächsten Folge von New York Mystery Hochspannung. Und wir haben das letzte Mal ein bisschen einige Sachen repariert und so weiter. Und jetzt sehen wir mal hoch, was hier drin ist. Ja, wo die überall ihre Klebebänder verstecken, also Respekt. So, wo müssen wir hin? Ja, genau dahin. So. Ja gut, erzähle ich eins und eins zusammen. Hallo, ich habe das. Okay, ich darf. Ich klicke das blaue Kabel an. Ja gut, dann bin ich als rot. Jetzt darf ich blau nehmen. Ah, noch so ein farbenwiderspenstiges Rätsel, wa? So, jetzt müsste es wieder funktionieren, oder? Ja, voll auf dem Schädel von der Laura. Läuft. Da mal Kreide. Hier erstmal, ob hier wieder irgendwie ein Objekt ist. Ob da irgendwas ist. Also schwindelfrei muss man auf jeden Fall hier sein. So. Ah, da oben ist die Freiheitsstatue. Haben wir alle Sammelobjekte gefunden? GG! Jetzt fehlt halt noch das Phantomobjekt hier. Und wir haben alle Phantomobjekte gefunden. Ja, Wollinger! So, da brauche ich wenigstens keinen Guide machen. So, wenn wir jetzt alles haben, müsste ich eigentlich jetzt normal handeln können, oder? Warte mal, ich schau mal auf die Karte. Jo. Jo. Was fehlt denn hier? Eine fehlt. Was fehlt? Das ist eine. Eine. Geil. Coole Beschreibung. Hey, Deutsch übersetzt, ihr seid voll die Experten vor dem Herrn. Was ist hier? So geht das nicht. Ich brauche ein Seil. Okay. Dann braucht die Dame ein Seil. Was soll ich hier nochmal machen? Ach, das ist das eine. Mit bloßen Händen geht es nicht. Nimm die Schneidekreide. Die nimmt das wirklich. Die Antenne. Die eine Antenne fehlt. Warum kann man das Wort Antenne nicht reinsetzen? Macht man doch nicht. Und jetzt? Okay. Ja, okay, das soll ich mir merken. Kreide. Okay, dann nehmen wir das mit. Gut, brauche ich hier noch was, außer dass ich hier gleich einen Stromschlag kriege? Ja, das Zeit haben wir ja noch nicht. Alter, da darfst du jetzt nicht mit der Zunge rangehen. So. Das tut, glaube ich, nicht gut, wenn man da mit der Zunge rangeht. Stock sieht schon mal verdächtig aus. Das sind wir auch weg. Das sieht auch noch verdächtig aus. Gehen wir mal hin. Was fehlt hier? Boote fehlen hier. Oder was auch immer das hier darstellen soll. Ich brauche noch ein. Ach, das sind Fische. Okay. Hier brauchen wir, müssen wir irgendwas reintun. Da ist noch ein Fisch. Yay, dann kriegen wir das hier auch, was immer das ist. Ein Schlossteil. Okay. Dafür brauchen wir die Zange. Ja, gut. Warum hat's. Entschuldigung, nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ja? Warum hat's hier mit der Zange denn nicht einfach gedreht? Sonst hat man das auch in jedem Wimmelbild, dass man dann den Schlüssel trotzdem irgendwie drehen kann. Ich verstehe es nicht. Jetzt sagt sie, ich brauche einen Dietrich. Ach, Laura, denk doch mal eins und eins mit. Ich sollte einen anderen Kanal einschalten.
Ja, gut, wenn du das kannst. Was? 13 plus 40? Oder 13 geht 13 nur 40? Ja, da haben wir noch ein Schlossteil. Da scheint aber noch was zu fehlen. Hier fehlt noch etwas. Okay, dann gehen wir mal zur Uhr hin. Da haben wir ein. Da liegt per Zufall ein Dietrich. Ja, da fehlt ein Uhrzeiger. Okay. Wo braucht mir ein Dietrich da unten? So, schauen wir mal. Da ist per Zufall der Uhrzeiger drin und das, was wir in die Kiste reindrücken müssen. Ein Emblem. Okay, nächstes Schlossteil und dann zur Uhr. 13:40 Uhr eingeben. Das ist kurz vor dreiviertel zwei. Darf ich die bewegen? Hallo? Dreizehn Uhr vierzig. Alter, ist das blöd gemacht. So, da mal ein Knöpfle für den Fernseher bekommen. Ah, ich hasse diese Störsender. Und das ist quasi der Code dafür. Ja, okay, dann mache ich das Alias Snipping Tool wieder. Wo haben wir es denn hier? Weil wir kennen ja schon mal die gute Laura. Die will sich ja alles merken, einprägen und hast du nicht gesehen. Mehr umschalten können wir nicht. So, und dann mache ich das mal richtig. Du kommst hier hin. Ach, das macht sie jetzt automatisch, oder? Nee. Du kommst so hin. So hin. Und schon offen. Da mal ein Seil. Da mal hätten wir haufenweise Schlüssel. Aber gut. Dann können wir nochmal zur Tesla-Spule da hoch zum Turm. Da brauchen wir ein Seil, hat sie ja gesagt. Nehmen wir das mit. Stein mit Muster. Das Geräusch ist irritiert, aber irgendwie cool gleichzeitig. Ah, da ist eh. We're almost ready. And you've activated the tower. Splendid. I drew a diagram for what we need to assemble. After that, we'll direct here all the energy we have. I do hope it will suffice. You take care of the diagram while I go to the lab to monitor the equipment. Also das ist quasi das Teil, was wir schon mal hatten. So verstehe ich das. So, einmal der hier. Der und der. Der hier, der hier, der hier, der hier, der hier, der hier, der hier und der hier. Und wir kriegen eine Gussform. Und was da drin ist, ist egal. Okay. Ah, ich verstehe. Schmelz die, schmelz die wo? Da ins Wasser rein. Und wir haben schon mal das Teil hier. Finde ich gut. Aber hinbauen kann ich noch nichts, oder? Doch, hier. Das haben wir schon mal. Haben wir das auch schon mal hier? Warte mal, kann ich das schon so weit zusammenbauen, wie wir die Teile haben hier? Das kommt dahin. Das kommt hier hin und dahin. Das kommt hier hin. Ja, mehr sehe ich da gerade aktuell nicht. Ja, dass ich es einfach mal so hinlegen kann, nö. So, dann wieder hier hin. Das war da. Berühre die Ziegelsteine in der richtigen Reihenfolge.
mal das hier. Gut. Jetzt heißt es, den Huku einfangen gleich. Oder erlösen, je nachdem. Das haben wir hier nicht, oder? Schwierig. Aber wir sollten hier alles haben. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Ach, daher hängt an der... Ich bin auch so ein Blindfisch. Das kommt hier hin. Und das kommt da hin. Mal sehen, ob es klappt. Haha. Gefangen. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Hauptspiel abgeschlossen. Nun kannst du das Bonuskapitel spielen. Aber das, meine vielen guten Freunde, machen wir erst das nächste Mal. Aber ich zeige euch jetzt schon mal die Extras. Die Wallpapers, die brauche ich ja nicht groß machen. Die sieht man ja hier. Da haben wir den Hugo. Da haben wir den Doktor da. Da haben wir den kleinen Jungen mit seinem Papier. Da ist der Samuel. Das ist das Dach. Da ist diese alte Tesla-Anlage. Hugo und ein Elektro-Totem. So, Konzeptkunst machen wir natürlich auch durch. So. Jetzt mache ich es mal andersrum. Statt die Extras am Schluss zu zeigen, zeige ich sie vor dem Bonuskapitel. Ja, Videos brauchen wir nicht machen. Musik auch nicht. Minispiele könnten wir jetzt noch machen. Extra Minispiele. Nö, brauchen wir jetzt auch nicht. Diese Hauptbonus und Bonusspiel ohne Minispiel zu lösen, zu verwenden. Ja, ob wir das noch hinkriegen, glaube ich nicht. Finden einen Wimmelspiel 3 Projekt innerhalb von 3 Sekunden. Haben wir. Das sind Sachen, die wir halt leider nicht erreicht haben. Aber wir haben hier die Sammelobjekte. 9 von 9 Glückskatzen. 11 von 11 Freistatuen. 8 von 8 Tesla-Spulen, 7 von 7 Ketten. Mal Dia-Projektor, was ist denn mit dem Dia-Projektor? Was ist denn damit gemeint? Wir drücken mal auf Spielen. Okay, was ist denn jetzt mit dem Dia-Projektor? Okay. Das ist dieses sogenannte Minispiel. Das ist schon mal gelöst, oder? Ach, da muss man 20 Minispiele lösen, oder wie? Ja gut, das machen wir im Stream mal. Wie komme ich wieder zurück? Speichern und beenden. So. Ist eine nette Idee, muss man jetzt nicht machen. Aber wie gesagt... Das war's jetzt mit dem Hauptspiel von New York Mysteries Hochspannung, der zweite Teil der New York Mystery Reihe. New York Mystery Reihe. Und wir sehen uns dann im Bonuskapitel. Tschüss.